Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei Weingeschichte. Die verheerenden Folgen vom Reblausbefall sind in Spanien bis in die, im Gebiet Jumilla bis in die 80er Jahre spürbar gewesen. Und seit den 1950er Jahren sind die Bastidas leidenschaftliche Weinmacher. Die Familie Bastida hat 3 Generationen Erfahrung mit Monastrell-Traubensorten. Wie Monument wachsen die noch über 100-jährigen Rebstöcke in den Himmel. In meinen Anfangszeiten im Weinbusiness, damals in dieser Region, Jumilla, hat man natürlich Fassqualitäten oder Offenwein Qualität oder Literqualitäten produziert und riesige Massen. Zunehmend hat natürlich das Gebiet dann von sich aufmerksam gemacht mit immer wieder besseren Qualitäten und super schönen Gewächsen. Und so auch die Familie Bastida hat auf sich aufmerksam gemacht mit dem 100% Monastrell, den ich jetzt Ihnen möchte zeigen. Und zwar als erstes ist die Farbe. Ein dichtes, dunkles, purpurrot. Fast so ein bisschen tintig, aber ganz dicht. Schönes purpurrot. In der Nase sehr ein vielseitiges, typisches Aromatikbild. Zum Beispiel so ein bisschen reife, kompostartige Aromatik, zum Beispiel wie Zwetschgen oder dunkle Waldbeere, so ein bisschen steinig, aber ganz fein im Gaumen. Ein sehr angenehmer, weicher, schon ein breiter Auftakt eigentlich in Gaumen. Eine sehr schöne Säure, ein spürbarer Alkohol, aber eingebunden, wirklich eine schöne Harmonie mit der ganzen Körperstruktur. Also sehr schöne Säure, ein schöner Alkohol, spürbarer, angenehm, eingebunden in der schönen Struktur und einen langen Abgang. Sehr harmonischer, schöner Rotwein. Die Heimat von Monastrell liegt in der Provinz Valencia. Und die Weine aus dieser Region sind für viele Weinkenner eine wahre Entdeckung. Und in den vergangenen Jahren erlebt die beeindruckenden Aufstieg. Hinter dem Erfolgsgeheimnis ist natürlich das Know-how von diesen 3 Generationen. Und der Monastrell ist erhältlich in den 6er Karton verpackt. Flaschen für 14.25 Franken bei www.weingeschichte.ch. Eine wirklich schöne Entdeckung. Danke vielmals, ade miteinander.